Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn man eine kilometertiefe Bohrung abteufen will, dann kann man das nicht in einem Rutsch durchbohren, sondern vielmehr bohrt man eine Sektion und wenn die anfängt instabil zu werden, dann wird ein Stahlrohr eingebaut und das Stahlrohr wird in der Erde einzementiert. Ja, und dann fährt man mit einem kleineren Meißel ein, der da durchpasst, und bohrt den nächsten Abschnitt, der wird dann auch wieder verrohrt und zementiert und dann den nächsten Abschnitt bohren, verrohren und zementieren und so weiter, bis man unten in der Lagerstätte ankommt. Jetzt könnte man meinen, oh je, dann wird ja die Bohrung nach unten hin immer kleiner und immer kleiner, aber tatsächlich plant man genau andersrum. Man plant von unten nach oben. Als erstes wird vorgegeben, wie tief die Bohrung sein soll und welchen Durchmesser sie hat. Und anhand des geologischen Profils, was man auch braucht, wird dann nach oben hin geplant, wie viele Rohre bis zur Oberfläche erforderlich sind. Die Auswahl der Rohre ist allerdings gar nicht mal so ganz einfach. Wenn wir enge Rohre nehmen, die also einen relativ kleinen Durchmesser haben, dann kosten die nicht so viel, weil man weniger Material braucht. Man braucht übertägig einen kleinen Bohrturm, weil diese Rohre relativ leicht sind. Aber der kleine Ringraum, der hier zwischen den Rohren entsteht, der ist sehr schwer zu zementieren. Der Zement verteilt sich einfach nicht gleichmäßig in diesem kleinen Ringraum. Deswegen nehmen wir größere Rohre. Aber bei diesen größeren Rohren haben wir das Problem, dass die eben teurer sind, dass man eine größere Bohranlage an der Oberfläche braucht. Aber wir haben den Vorteil, dass sich der Zement gleichmäßig verteilt. Und hier sehen wir schon, dass das Ganze einer Optimierung bedarf. Welches sind die optimalen Rohrgrößen für so eine Bohrung? Und da ist es gut, dass es die API gibt. Das API ist das American Petroleum Institute, das schon seit fast 100 Jahren existiert. Und bei API wird alles, was in der Tiefbohrtechnik gemacht wird, genormt. Es gibt schon über 800 Normen, in denen praktisch alles festgelegt wird, was sich bewährt hat im Feld. Alles, wo man weiß, dass es funktioniert, steht in diesen API-Normen drin. Und nach diesen API-Normen ist es beispielsweise so, wenn wir oben mit einem 16 Zoll Rohr anfangen zu bohren, dann nehmen wir dazu einen 14 3/4 Zoll Meißel. Der ist schon etwas kleiner. Mit diesem Meißel bohren wir aus dem 16 Zoll Rohr raus. Und wenn die Sektion fertig ist, wird das Ganze wieder mit einem 11 7/8 Zoll Casing verrohrt. Und dann wird mit einem 10 5/8 Zoll Meißel weitergebohrt und so weiter und so weiter. Hier in meiner kleinen API-Durchmesserreihe habe ich wieder die Pfeile von oben nach unten gezeichnet. Aber wir wissen ja schon, dass in Wirklichkeit alles von unten nach oben geplant wird. Und diese vollständige API-Durchmesserreihe, die wir jetzt hier sehen, die ist eben auch so aufgebaut, dass wir unten bei einem bestimmten Enddurchmesser der Bohrung beginnend nach oben uns vorwärts bewegen. Und wenn wir uns auf den durchgezogenen Linien nach oben bewegen, dann sind das diese Linien, die uns sagen, da ist dann genug Platz in den feinen Ringräumen zwischen den Rohren, um das Ganze ordentlich auszuzementieren. Und wer ganz scharfe Augen hat, sieht auch hier noch ein paar gestrichelte Linien. Auf denen kann man sich auch entlang bewegen. Aber dann muss man beim Zementieren besonders vorsichtig sein und muss besonders gründlich hinterher die Qualität der Zementation nochmal überprüfen. Dies und noch viel mehr lernt man alles in unseren Vorlesungen Grundlagen der Tiefbohrtechnik, die jeder besuchen kann, der sich dafür interessiert. Wir würden uns freuen, euch in unserem Hörsaal begrüßen zu dürfen. Glück auf!